Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns in seine Kirche ruft, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid willkommen zu unserer heiligen Messe. Im Schutz der Kirche heute dürfen wir diesen Tag beginnen und das Kirchweihfest von den Basiliken St. Peter und St. Paul zu Rom begehen. Gestern haben wir gehört von den Verfolgungen der Kirche, die besonders auch im Römischen Reich die ersten Jahrhunderte waren. Heute dürfen wir feiern, wie die Christen dann frei wurden, es ihnen gestattet wurde, ihren Glauben zu leben und der Kaiser Konstantin über dem Grab des Apostel Petrus mit großem Aufwand die Petersbasilika errichtet hat. Auch über dem Grab des Völkerapostels Paulus, die große Basilika, Paul vor den Mauern. Und den Weihtag dieser beiden Kirchen feiern wir heute. Der 18. November ist schon belegt seit dem 12. Jahrhundert als ihr Kirchweihfest. Der heutige Petersdom wurde deshalb auch am 18. November 1626 und die heutige Kirche St. Paul vor den Mauern 1854 geweiht. Gemeinsam feiern wir diesen Tag. Freuen wir uns, dass wir verbunden sind mit der Kirche der Apostel und bitten wir den Herrn, dass wir in ihrer Botschaft unsere Kirche weiterbauen. Herr Jesus Christus, du Fundament unseres Glaubens, Kyrie eleison. Du Quelle unseres Lebens, Christe eleison. Du unser Heiland und Retter, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, steh deiner Kirche bei und bewahre sie unter dem Schutz der Apostel Petrus und Paulus, von denen sie den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat. Lass sie wachsen in deiner Gnade bis ans Ende der Zeiten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. 3 Monate später fuhren wir mit einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel Malta überwintert hatte und die Dioskuren als Schiffszeichen trug. Wir liefen in Syrakus ein und blieben 3 Tage. Von dort fuhren wir die Küste entlang weiter und erreichten Rhegion. Nach einem Tag setzte Südwind ein und so kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Hier trafen wir Brüder, sie baten uns, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Appii und Teres Tabernae entgegengereist. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Er blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert
und mit vollem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. Herr, dich preisen wir, auf dich bauen wir. Lass fest auf diesem Grund und stehen zu aller Stund. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir. Dich preist der glorreiche Chor der Apostel. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, und fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich. Jesus streckte sofort seine Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn wir vom Boot hören heute, dann wissen wir, dass das in der Heiligen Schrift immer die Kirche meint. Die Kirche, die unterwegs ist, auf dem Weg zum Ufer der Ewigkeit. Und wir haben heute gehört, Jesus sendet uns in diesem Boot, er sendet uns sogar voraus. Er hat vorher noch gezeigt, dass von ihm alle gespeist werden. Das Wunder der Speisung der 5000 war vorher, dass bei ihm alle satt werden. Also er hat sich schon gezeigt
mit göttlicher Macht, mit göttlichem Reichtum. Und dann zieht er sich zurück zum Gebet, um uns zu zeigen, wie erschließt er denn diese göttliche Macht für diese Welt, für uns. Immer wieder in der Ausrichtung auf Gott selbst. Das ist wichtig. Und wenn es da heißt dann, dass die Jünger alleine im Boot über dem See nicht vorwärts kommen, dann ist da angedeutet, es kommt uns oft so vor, als ob Jesus jetzt nicht da ist. Und es ist ja so gekommen nach seiner Auferstehung. Er war nicht mehr leiblich unter ihnen, aber er hat schon gezeigt, im Gebet bin ich immer mit euch verbunden, bin ich immer vor Gott für euch da. Und wo es darauf ankommt, zeige ich mich auch wieder in meiner göttlichen Macht. Von daher kommt diese Erfahrung, dass er ihnen dann über den See nachgeht. Und das kann nur Gott über den See gehen. Hier zeigt sich, dass Jesus die Wirklichkeit Gottes in unsere Welt hereinbringt. Eine ganz wichtige Blickrichtung für uns. Jesus ist nicht nur ein guter Mensch gewesen. Jesus ist das Erleben, Gott selbst kommt uns zu Hilfe mit göttlicher Macht. Und dann schaut alles natürlich ganz anders aus. Diese Theophanie-Erfahrung, wie man das nennt, eine Erfahrung der Erscheinung der Macht Gottes, nimmt auch Anleihe, dass es ganz am Anfang schon heißt, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also es ist hier zu sehen, Jesus ist Gott. Die Jünger sehen fürs Erste nur einmal, wenn sie mit Übernatürlichem zu tun bekommen, dass sie Angst bekommen, weil es unser Gewohntes so übersteigt. Und Jesus, der sofort beruhigt, was von mir kommt, ist gut, da braucht es euch nicht fürchten, auch wenn es übernatürlich ist. Ich bin es, sagt er, das heißt übersetzt, ich bin der, ich bin da, ich bin der Seiende, ich bin Jahwe, ich bin Gott mit euch, nicht nur hallo, ich bin's. Also hier sagt er selbst, ich bin der Seiende Gott. Und wenn das so ist, dann macht der Petrus ganz was Richtiges. Er sagt, dann kannst du wohl auch machen, dass ich über die Stürme des Lebens, über die Wasser des Lebens drüber gehe, ohne unterzugehen. Und ich vertraue dir, dass du jetzt wirklich mit göttlicher Kraft da bist. Und Jesus gibt ihm recht. Er sagt sofort, probier es aus. Zeig es vor, dass das wirklich so ist. Komm. Und er kommt. Und es funktioniert auch. Allerdings nur solange Petrus auf Jesus schaut und in seiner göttlichen Wirklichkeit gehalten ist. Sobald er von ihm wegblickt, in das Irdische, in die Stürme, heißt sofort mit eigener Kraft, kann er sich da nicht halten, geht sofort unter. Ja? Aber er tut das einzig Richtige, er sagt, Herr, hilf mir. Er hat immer noch den Glauben, dass Jesus der Herr ist. Und er erfährt dann auch dieses Zweite, wo unser Glaube zunächst zu schwach ist und wir untergehen. Wenn wir dann in der Not rufen, ist er immer noch da und nimmt uns und hält uns und beruhigt alles. Als er ins Boot steigt, heißt es, legt sich der Sturm. Also immer wenn wir als Kirche wieder Jesus klar in der Mitte haben, auch als Gott in der Mitte haben, dann sind die Stürme vorbei. Denn dann kommt von ihm her die Ordnung, die Kraft, das Gute, die richtigen Handlungen und alles wird ruhig und schön geordnet. So wuchtig ist die heutige Erzählung im Gedenken an unsere beiden Apostel, Fürsten Petrus und auch Paulus. Beim Paulus haben wir ja auch gehört, dass er am Schiff nach Rom kommt, allerdings als Gefangener schon. Er wird dann 3 Jahre später enthauptet, aber die Zeit, die er dort verbringt, macht ihm Gott auch einen neuen Raum auf. Als römischer Bürger kommt er nicht ins Gefängnis, kann in dieser Mietwohnung sein und er kann frei verkünden und die römische Kirche quasi auch auf das Fundament seiner Verkündigung von Jesus aufbauen, bevor er dann mit seiner Lebenshingabe
das Ganze noch bezeugt mit seinem Blut. Die Jünger bestätigen es am Ende des Evangeliums, was Petrus ja schon früher gesagt hat, als er fragte, wer bin ich? Hat Petrus gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, Gott ist da. Und heute bestätigen es die anderen Apostel auch, du bist der Sohn Gottes. Darum fallen sie auch vor ihm nieder, beugen sie das Knie vor Gott, darf der Mensch sich zeigen in seiner Kleinheit und in dem, dass er von ihm her groß gemacht wird, nur von ihm. Wir können uns für heute mitnehmen, für die bewegten Stürme unserer Zeit. Wir erleben ja gerade fast historisch, wenn die Ordnung auseinandergerät und das Gewohnte auf einmal nicht mehr hält, dass wir in Jesus gehalten sind, wenn wir nur uns auf ihn hin ausrichten und auf ihn hin hören, von ihm her leben. Dann wird alles wieder in eine neue, gute Ordnung kommen. Also wir wollen es dem Petrus nachmachen, mehr mit dem sich ihm zuwenden, als wir mit dem versinken aus Angst und Zweifel heraus. Lasst uns das heute froh bezeugen. Wir sind in der Ausrichtung auf Jesus gehalten und unsere Kirche, sie erreicht sicher die Ewigkeit. Amen. Zu Jesus Christus, der seine Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet hat, lasst uns rufen, Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Für unseren Papst Franziskus und die Bischöfe der Kirche beten wir, dass sie gestärkt durch den Heiligen Geist die Gläubigen durch die Unsicherheiten der Zeit führen können. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen in Israel und für die Juden in aller Welt beten wir, dass sie in Frieden und frei von Bedrohung und Feindlichkeiten leben können. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die nicht mehr glauben können, beten wir, dass sie Menschen begegnen, die ihnen die Augen öffnen für deine Spuren des Heils in unserer Welt und Zeit. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mächtigen in Politik und Wirtschaft beten wir, dass sie sich bei allen Entscheidungen von der Sorge um die Menschen und um die Gebote Gottes leiten lassen. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die in Angst vor Gewalt, Terror und Krieg leben müssen, beten wir, dass sie Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit erfahren. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Brandstätter Luise für verstorbenen Gatten Franz und beiderseitig verstorbene Eltern. Haupt deiner Kirche, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, blicke gütig auf alle, die du durch die Predigt der Apostel in dein Volk gerufen hast, höre ihr Beten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Seht Gottes Zelt auf Erden, menschlichen Gebärden bleibt er den Menschen nah. Herr, wir danken dir, wir vertrauen dir, in Drangsal mach uns frei und Bet
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Herr, nimm die Gaben an, die wir darbringen, und gib, dass wir mit ganzem Herzen an der reinen Lehre festhalten, die wir von den Aposteln Petrus und Paulus empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn hast du die Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet, damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe als Zeichen deiner Heiligkeit und allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Manfred, mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir. Für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in alle deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde, ordne unsere Tage in deinem Frieden,
Rette uns vor dem ewigen Verderben, nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. So schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mach sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung, gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So
So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten, in uns und um uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. O Lamm Gottes, unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wie wohl du warest verachtet, als Sünd hast du getragen. Sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu. Gib deinen Frieden, o Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum himmlischen Mahl der Liebe geladen sind. In jeder heiligen Kommunion dürfen wir erleben, wie Christus zu uns herankommt. Nehmen wir ihn mit großem Glauben auf.
Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Singen wir zum Dank. Sein Wandern Volk will leiten, der Herr in dieser Zeit. Er hält am Ziel der Zeiten, dort ihm sein Haus Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir haben der Apostel gedacht und das Weihefest ihrer Kirche begangen. In dieser Feier hast du uns mit dem Brot des Lebens genährt. Höre auf das Gebet der Apostelfürsten und führe uns durch gute Hirten zum ewigen Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Nehmen wir uns mit, dieses feste Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können. Jesus mit der ganzen Wahrheit Gottes. Und üben wir uns, dass unser Gebet gerade in diesen Zeiten des Umbruchs immer mehr an Qualität gewinnt, weil es nicht mehr das einfach Gewohnte, Abgespulte, sondern das wirklich von Herzen her Bitten ist, dass Gott mit seiner Macht uns hilft. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Zeit findet, wir verweilen noch in der Kommunionvereinigung.